Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Debatte. Geht es darum, fundamentale Fragen von Freiheit und Sicherheit. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen, Sie haben Ihren Antrag überschrieben mit glaubhafter Einsatz für nukleare Abrüstung. Ich denke, den Teil Einsatz für nukleare Abrüstung können wir hier in diesem Hohen Hause sicher alle unterschreiben. Aber wenn Sie mit glaubhaft meinen, nur Sie kennen den richtigen Weg, dann muss ich das hier scharf zurückweisen. Ich respektiere grundsätzlich Ihren Einsatz für internationale Abrüstung, aber gerade der INF-Vertrag, der im Mittelpunkt dieser Debatte steht, zeigt doch, dass wir mit Papiertigern keine Millimeter vorwärts kommen. Wir alle wollen eine atomwaffenfreie Welt. Da müssen wir weiterkommen. Das ist natürlich auch unser und mein großer Wunsch. Aber in der Realität brauchen wir dafür die Nuklearmächte. Und das wissen Sie genau, wie das bisher bei allen wichtigen Abrüstungsabkommen der Fall war. Deutschland engagiert sich in dieser natürlich nicht nur wichtigen, sondern überlebenswichtigen Frage für uns. Ob das mit der intensiven Werbung für den Atomwaffenteststoppvertrag ist, der UN-Resolution zum Verbot der Herstellung von spaltbarem Material oder in unserer Rolle im aktuellen Überprüfungszyklus des Atomwaffensperrvertrags, um hier nur einige herausragende Initiativen zu nennen. Und natürlich wollen wir den INF-Vertrag unter allen Umständen bewahren. Ich glaube, das ist hier auch Konsens, und deswegen haben wir mit diesem Antrag auch diese Debatte angestoßen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der gestrigen Rede des russischen Präsidenten hat er neue atomare Waffensysteme angekündigt. Neue Waffentypen, die ohne großen Vorlauf zum Einsatz kommen können. Raketen mit praktisch unbegrenztem Aktionsradius. Putin will die Welt in eine neue Aufrüstungsspirale zwingen. Und das zeigt, dass dringend ein verstärkter Dialog notwendig ist und Deutschland hier ein wichtiger Brückenbauer sein kann, ja letztendlich sein muss. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hampel von der AfD-Fraktion? Nein, das machen wir zum Schluss. Nein, haben Sie gesagt. Sie. Danke. Umso erstaunlicher ist es, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen und auch von den anderen Parteien, letztendlich ernsthaft den Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe der NATO zu fordern. Das ist aus meiner Sicht ein großes, ja ein unverantwortbares Sicherheitsrisiko. Und deshalb haben wir, und das sind die aktuellen Entwicklungen und der aktuelle Standpunkt, mit der SPD auch im Koalitionsvertrag festgehalten, dass solange Kernwaffen als Instrument der Abschreckung im strategischen Konzept der NATO eine Rolle spielen, dass wir natürlich ein Interesse daran haben, an den strategischen Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben. Aber wir haben gleichzeitig natürlich auch festgehalten, dass Rüstungskontrolle und Abrüstung prioritäre Ziele verantwortlicher deutscher Außen- und Sicherheitspolitik bleiben. Und diese Ziele erreichen wir aber nur aus einer selbstbewussten Position der Stärke. Und deswegen ist für mich wichtig, dass wir Deutschland mit der vereinbarten Steigerung im Verteidigungsetat stark und verteidigungsfähig halten, dass wir in Europa mit PESCO in der Verteidigung künftig gemeinsame Wege gehen und dass der Abrüstungsdialog natürlich auch im Zentrum unserer Handlungen steht. Und dass letztendlich auch, und das glaube ich, können wir nach dieser Woche auch sagen, digitale Schlachtfelder, so muss man es leider nennen, auch in die Sicherheitspolitik mit einbezogen werden. So sieht verantwortungsvolle Sicherheitspolitik aus, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Hahn.